Warum hast du wieder verlassen? Oder warum wurdest du wieder rausgeknickt? Effizienter. Da wird das sind ja, warte mal. Grün, blau, lila, gold, achso, ja, okay. 180, 180. Das könnte ich machen. Das könnte ich machen. Noch nicht. Naja. Starten. Meine Freunde, es sind schwierige Zeiten, in denen wir leben. Ihr sollt Hallo? Gründet ihr eine Allianz? Das ist doch genau das, was ihr nicht machen sollt. Soziale Kontakte vermeiden sollt ihr. Jetzt schickt ihr auch noch die Leute darüber? Ihr werdet euch alle anstecken. Habt ihr denn keine Nachrichten gehört? Dafür werdet ihr büßen. Ihr habt keine Chance. Bleibt fern von mir. Ah, jetzt kommt auch noch mehr. Das ist ja der Albtraum. Wärt ihr mal einfach zu Hause geblieben. Keiner macht Fenster auf, keiner geht raus. Wenn du bereit zur Verteidigung bist, wähle am Sturmschild-Konsolenmenü Schild erweitern. Da bin ich wohl zu wild. Wo bist du? Ah, hier. Oha, oha, oha. Oha, oha, oha. 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 Thank you.
ich habe schon 3 Kommentare. Ich darf nicht. Oh, Digga. Ah, nice. Hallo. Wie kann es sein, dass immer ihr schreibt? Dragon Ball und Lukas. Darf leider nicht on. Ja, okay. Ja, Snake Boy. Okay. Weiß auch nicht, aha. Weil können wir dann morgen hier auch die Ausdauer-Dings machen? Nein. Warum? Ist doch voll krass. Ah. Aber du hast ja genug Fallen. Schade. Da steht Beute. Aber was gibt's denn da für Beute? Sackboy. Drop mal dein ganzes Inventar. Wie viele Waffen? Ich will mal gucken, wie viele Waffen du hast. Das waren alle. Krass. Die anderen hast du alle im Lager. Du bist zu wild. Hast du noch Schatten?
Schreib mal gerade noch mal einen Kommentar, Sackboy, im Live-Chat. Ah, okay. Ja, du bist Mod. Get any Fortnite Save the World weapons or materials on FortniteItems.gg. I'm going to be doing a everything you need to know type video for the mythic Storm King. Yesterday I put out a video of what kind of things do a mythical than any risky thing. They're all getting my app, air, world tech, so that everything just in case looking at. Phase. Basically what you want to do here is you want to break four crystals. After you break four crystals, you want to have every single person on your team swap to their melee weapon. So if you're running a double bundle bus and a deatomizer, for example, use one bundle bus, one surround pound, and one deatomizer. After that fourth crystal is broken, and after everyone swaps to their melee weapons, kill the mini boss first before going after the fifth crystal. After you kill the mini boss first, go to the fifth crystal as fast as possible. Using a soldier, this is what we use during our completion of the mythic. What is up, guys? Don't see some.
erklär nochmal den Hintergrund von allem. Ja. Damit ihr erstmal versteht, was hier überhaupt, zu welchem Piece Leute, was hier abgeht. Das war es. Es stehen einige Lügen und Anschuldigungen im Raum, die wir auf jeden Fall in diesem Video klären wollen. Deswegen mein erstes Video. Und das ist das Antwortvideo. Wir gehen auf jeden Punkt ein von Mord und Runde. Wir gehen auf alles ein. Also wir lassen nichts weg. Yes. Und erklären nochmal den Hintergrund von allem. Ja. Damit ihr erstmal versteht, was hier überhaupt, zu welchen Lügen hier gerade im Raum sind. Weil das können wir so nicht stehen lassen. Ja, weil viele Lügen werden uns an den Kopf geworfen. Schon schon damals viele, aber jetzt auch schon ernstere. Genau. Die wir nicht so stehen lassen möchten und das einfach klären möchten. So ein Video wird es auch sehr selten geben. Nur wenn es mal echt dringend ist, zu antworten. Aber ja, dieses ganze Reaction-Thema ist uns irgendwie doch ein bisschen zu lächerlich, dann dieses Hin und Her und so. Deswegen, was traurig ist, dass so Lügenthemen groß gemacht werden. Das ist das Traurigste übrigens. Ja. Eure Reichweite macht ihr so kleine hoch. Und das ist auch der Grund, warum wir auf kleinere Kanäle nicht geantwortet haben, die so eklige Lügen. Also ich meine, das ist auch strafbar, so Lügen übrigens zu verbreiten. Aber wir gehen gleich auf alles ein. Ja, dann schauen wir uns mal dieses Video von Unge und Monte an, was sie gemacht haben. So, wir haben jetzt hier den Laptop, haben das Video offen von dem lieben Unge. Und ja, schauen uns das mal an. Jede Anschuldigung werden wir drauf eingehen, Stück für Stück. Wir werden das Bild jetzt nicht einblenden, weil kein Bock jetzt geclaimt zu werden oder so. Das wäre ja noch, die Krönung, wenn er jetzt unsere Videos claimt und wir seine nie geclaimt haben oder sonst was. Ja. Deswegen sind wir einfach jetzt auf der sicheren Seite. Ihr hört den Ton. Und da gucken wir uns das mal an. Ihr, der nicht kommt, der hängen geblieben ist, weiß natürlich, die Brand muss wissen, wie man daraus Promo zieht aus der Situation. Ja, die wissen, wie man das Gesicht von Montreal von mir auf dem Thumbnail platziert, um halt eben die größtmögliche Promo zu holen. Und ja, das sagt er, der uns immer in das Thumbnail packt und von Videos auf uns reagiert. Also das ist gerade so eine Doppelmoral. Ja. Und er weiß auch jetzt genau, dass das auch für ihn profitabel wieder ist. Ja, normal. Deswegen, warum will er jetzt wieder wieder so, Alter, ich bin der Gute und die wollen jetzt irgendwie. Wir sind die Bösen, das sind die bösen Prank Bros. Wir haben alles schon geplant und das und das. Wir machen einfach jetzt aus dem Bauch heraus, so wie wir es fühlen. Und das ist wieder so eine Gehörnische an die Zuschauer, und das ist eine abartige Charaktereinstellung von dir, dass du jetzt wieder dich auf diese Position, du bist der Engel, wir sind die Teufel. ASMR, definitiv. Also, klasse Kanal. Und ich denke, es reflektiert wieder ganz gut, wie ihr zu eurer Fan-Community steht und ich gar nicht, weil einfach mal ein Gaming-Kanal und eine treue Gaming-Community aufzubauen und dann die anzuspucken, indem man einfach den Kanal umbenennt in ASMR Bros und andere Content auch zu sagen, anzuspucken. Also, ASMR Bros war ja früher ein Gaming-Kanal, da wo wir, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder fast ein Jahr nichts mehr hochgeladen haben an Gaming-Content. Ohne richtige Gaming. War quasi tot. Wir haben alle Videos dann gelöscht, beziehungsweise auch privat genommen und dann neu angefangen, ASMR Bros zu machen. Ja, okay, ist vielleicht jetzt nicht die feinste Art. Das Ding ist, wir hätten den Kanal sonst eh tot gelassen, weil wir ja keine Gaming-Videos mehr produziert haben. Und warum dann nicht einfach den Kanal umbenennen? Wo dann eh schon ein paar Abonnenten drauf sind, die uns feiern. Die hätten die Gaming-Leute jetzt entweder einen Ton gehabt oder sie haben Content, der jetzt nicht natürlich der passende für sie ist, aber wir sind da wenigstens aktiv und man kann ihn ja immer noch deabonnieren, den Kanal. Genau. Aber ja. Wie gesagt, war jetzt auch klar, radikaler Umschwung, aber ich finde auch, Monte, dein Spruch mit dem Anspruch. Ja, dieses war jetzt klar, war das ein radikaler Wechsel, weil ASMR ist ganz andere. Wir kommen anfangen. Ja, genau. Wir haben was daran jetzt schon? Ja, also was ist daran schon? Oh mein, dieses Drecks-Pedo-Image aufzudrücken, oder? Ja, die versammeln Leute, die mitspielen, holen auch noch Mädchen, die volljährig sind, um einen zu ködern, um einen zu provozieren und dieses Pedo-Image einen aufzudrücken. Oh Mann, die denken jetzt, wer... Ich wüsste jetzt einfach nicht besser. Wir machen Unterhaltungskontent, ja. Da haben wir keine Gewissensbisse oder sonst was. Wir unterhalten in erster Linie die Leute. Das war's. Das war's. Die wollen es immer so als böse... Ein köftiges Spiel, gar kein Leben auf mich. Sie wurden Abfall gestohlen von Sascha. Und in der schwierigen Corona-Zeit werden wir jetzt diese vorlesen. Dem Euren. Da kann ich nur 50 Euro bieten. Mit freundlichen Grüßen, Abes. Sorry, das ist zu wenig. Du findest bestimmt eine kleinere Box bei eBay. Schönen Tag noch. 60 Euro. 110. 65. 115, 65, 115, 65. Du hast knallhart verhandelt. Respekt, da kann ich wohl nicht nein sagen. 70. Ein auf den. Ha, du Idiot, ich hätte es auch um 80 gekauft. Vasili schreibt eine Anzeige an, die um einen Mercedes C220 CDI handelt. Hallo, ich noch da, der Auto. Ist noch da. Lester Preis bitte. Hallo, ich noch da, der Auto. Ja, es ist noch da. Lester Preis bitte.
Letzter Preis gibt's nicht, ist nur 300 oder mehr. 200, ich zum Zaufen. Jetzt geht es um eine Grafikkarte von Zotac Nvidia RTX 2080 Ti. Hallo, tauchen geht nicht. Hallo, hängt von der Tiefe ab. Jetzt geht's um ein Mario Party 8 Wii Spiel. Guten Tag, ich bin sehr an Mario Party interessiert. Was halten Sie von 10 Euro? Nichts. Schmeckt. Bro, kannst du kurz reden? Hab Stress mit Freunden. Sie scheiß Hurensohn. Ich hab ihnen vor 3 Jahren einen Ikea-Tisch verkauft. Über eBay Kleinanzeigen. Ich kenn sie kaum. Der schätzt sich bei der Nummer. Ich bin nur eine Wachsfigur. Jetzt ist eine sehr homoerotische Unterhaltung von Sebastian, Apple Watch Series 7000. Guten Tacho, ich hätte Interesse an der Uhr. Ist die voll funktionsfähig und wann war der Akkuwechsel? San Francisco. Meine Freunde, es sind schwierige Zeiten, in denen wir leben. Ihr sollt Hallo? Ist es bei mir im Shop aktuell sehr, sehr gute Qualität. 540 Gramm. Ja Leute, es gibt eine Reaction, denn es haben mich sehr viele Nachrichten ereilt, dass es eine Reaction gab, beziehungsweise viele Reactions auf den Galileo-Beitrag, aber erst nach dem Fernsehen. Ich habe die Version gesehen, bevor es veröffentlicht worden ist. Die Version im Fernsehen konnte ich leider nicht sehen, weil ich in Australien bin und man kann nicht auf die Seite zugreifen. Ich habe es dann erst im Internet gesehen, dass der Beitrag online ist, habe gehört, dass viele darauf reagiert haben, durch meinen Cutter und viele anderen auch das direkt raus, ey. Ja, das war noch satt. Mit solchen Videos sind sonst eher Männer erfolgreich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es immer total schwer. Die Bewohnerin, die hatte bei mir so einen Punkt. Ich habe davor die Version gesehen, die eigentlich veröffentlicht werden sollte, aber sie musste noch in. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass du Adi schon im Bahnhof gebrochen hast. Nee, das ist eine ganz liebe Freundin. War wirklich, die ist wirklich korrekt. Das ist lieb. Ihr Freund wohnt da, der dann ist sie unkorrekt, Digga. So geil, ey. Ja, ein Freund, konnte ich einfach die Leiter machen. Geil. Ja, man muss es mir aber gönnen, ey. Nach so vielen Vollpfosten, die ich hatte, habe ich endlich mal jemanden gefunden, der zu mir passt. Jetzt ist die Zeit, jetzt läuft es mit YouTube, jetzt kann ich von. Meine Wimpern waren am Tag echt schrecklich, muss ich sagen. Ich habe es voll übertrieben, Mann. Ich mag Frauen, die geschminkt. Genauso geil aussehen wie geschminkt, wisst ihr, wie ich meine? Überall aus der Welt arbeiten. Die geschminkt. Genauso gut aussehen. Wie geschminkt. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ey, jetzt mal ganz ehrlich, warum kommt hier denn keiner rein? Ich kann auch Free Weapons geben. Gucken wir mal in der Community. Sprüche könnt ihr euch vorstellen. Vor allem Vorbild für andere Frauen. Wahrscheinlich. Vorbild für andere Frauen. Ich muss sagen, ich habe echt viele Mädels in der Community, die einen schon irgendwo auch, ich weiß nicht, Vorbilder sind so doof an. Ich weiß, was Monte meint. Man will ja eigentlich nur unterhalten, aber ob man es sich aussucht oder nicht, das kennt er ja selber. Man ist
eine Art Vorbild. Aber im Ernst, Videos davon zu machen, wie man selbst zockt, ist doch leicht verdientes Geld, oder? Wie viel arbeitest du ungefähr? Ich kann es am Tag sagen, es sind meistens schon so 18 Stunden auf jeden Fall. Es ist nicht nur der Druck von YouTube, es kommt ja auch der Druck von außerhalb, wenn die Videos nicht laufen. Dann hat man ja auch keine Angebote mehr, dann ist man schnell raus. Scheiße. Oh nein. Hat die gerade 18 Stunden gesagt? Ja, habe ich tatsächlich gesagt. Ich weiß, viele denken, es waren 8 bis 10, aber ich erkläre es kurz. Es ging eigentlich ums Thema Burnout. Und zu der Zeit habe ich tatsächlich so viel gearbeitet. Ich habe aber im nächsten Satz auch gesagt, und das Video wurde halt gecuttet, was ich verstehe. Was ein Spaß, wie ich bin. Ich guck einfach nicht auf mein Dings. Bin ich dumm? So, ich bin wieder da. American, Alter, und britisch. Ja, wahrscheinlich ist Monte. Schau mal, was geht. Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ach, Freunde, schön ist es hier. Ich stehe gerade vor meinem kleinen Shop, den ich heute betreiben werde. Und ich zeige euch mal was. Da muss ich nämlich nach da vorne laufen. Also, ihr seht, hier ist mein schöner kleiner Shop. Und da vorne, nur ein bisschen weiter weg, da ist gleich der gute Wipex. Was geht ab, Wipex? Herzlich willkommen in der Aufnahme. Bist du? Hi. Ich komme gerade zu deinem Shop. Ey, dein Shop sieht ja aus wie meiner, Wipex. Bist du da? Ah, da, hi. Hi, was geht? Was geht ab? Freunde, wir machen heute Folgendes. Wir haben heute beide genau denselben Shop. Wir haben beide einen Supreme-Rang auf dem Server. Sind beide undercover. Und wir werden heute Folgendes machen. Wipex wird heute alle Leute abzocken. Also er probiert als Scammer reich zu werden. Und ich probiere heute fair zu handeln. Und guck mal, ob ich reich werde. Wir haben beide reich geworden. Ja, weil du wahrscheinlich ein guter Scammer bist, oder? Na, aber ich glaube, durch Scam machst du kurzfristig mehr Geld. Also ich glaube, durch langfristige Arbeit machst du durch Scam. Faires Handeln ist zumindest ehrlich, weißt du? Ich glaube, ich kann auch gutes Geld auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es langwierig besser ist. Ich verdiene mehr Geld als du. Du hast gar keine Ahnung, du kleiner Scammer. Schreibt alle Hashtags Scammer Reipex in die Kommentare. Ja, du bist beide 15.000 Dollar.
Skala und wir gucken mal, ja, wer dann gleich reicher ist. Also wir werden jetzt hier einfach eine Zeit lang spielen. Ich mute mich ab. Massenpreis. So, fragen wir das erstmal. Mal gucken, was die Leute da so schreiben. Ich spamme das jetzt mal ein bisschen, weil ich glaube, es dauert ein bisschen, bis ich da gute Angebote finde. Aber ich versuche jetzt für euch hier was Schönes rauszufinden, dass wir was kaufen können. Und ja, mal gucken, wenn sich der Erste meldet, ne, dann sehen wir uns hier auch direkt wieder. Komm schon, irgendeiner muss mir doch was anbieten. Ich will 10 Beacons auf einmal kaufen, Freunde. Weil ich glaube, durch den Massenpreis kriegst du einen günstigen Preis und kannst dann wieder teurer verkaufen, wisst ihr? Okay, Freunde, jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Alle sind gemutet, beziehungsweise Abge ist gerade auch dabei, sich irgendwas zu verkaufen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er niemanden findet, mit dem er traden kann, dass ich ihn alle Leute wegnehme. Ich schreibe hier einfach mal erstmal in den Chat, verkaufe Beacons, Dracheneier, Spawner, Endportara und so weiter, Freunde. Ich hoffe, das Ganze funktioniert. Und dann, wir werden gar keine Zeit damit verschwenden, irgendwie nach Beacons oder so zu suchen, die ganze Zeit reinspammen werde. Wir haben ja auch den Supreme seit ich ein bisschen besser drauf ist. Aber er kann auch, okay, Beacon-Player, er macht 8 bis 10k. Dann machen wir mal, das muss ja auch noch realistisch wirken. Beacon-Player, sagen wir pro 7.000. 7.000 ist, glaube ich, noch realistisch. Aber wir wollen natürlich auch einen guten Preis machen. Wo sind die Rahmen? Das könnte doch ein bisschen schwierig werden. Bringt ein Kollege vorbei, schreiben wir einfach mal. Okay. Wenn wir alleine diesen einen Endportalrahmen schon mal verkaufen würden, hätten wir schon mega Plus. Der heißt MSG Beacon Player, oh mein Gott, wie heißt denn der Kollege? Der Zebra 2017. Okay, der Zebra 2017 bringt die Beacons vorbei. Aber ich bin mit den anderen gerade eh schon gut bedient. Also das, ich bin guter Dinge, Freunde, ich bin guter Dinge. Okay, wann kommt der? Beacon, sobald du kaufen möchtest. Oh mein Gott, irgendwie glaube ich, der ist halt Supreme, der weiß, was abgeht. Nee, Spieler. Er weiß doch nicht, was abgeht, oder? Er hat Spieler mit einem weißen Prefix. Ah, doch, dann wird er schon ein bisschen erfahrener sein. Und dann zeig erstmal die Rahmen. Ich kann meinem Kollegen die erst abkaufen. Danke. Geld habe. Okay, ich hoffe, das glaubt er mir. Oh Leute, das war jetzt der falsche Player. Hast du Spawner auch? MSG? Oh mein Gott, Freunde, wenn das nicht funktioniert, ja. Also irgendeiner von denen muss doch darauf reinfallen. Dragon Egg Preis, MSG Land. Gucken wir ganz kurz. Reaper Wert, Dragon Egg 6750, machen wir 6k pro. Trotzdem 7k sind 7k. 7k sind gerade nichts, bitte. Bitte gib mir doch einfach. Der hat er gegeben. Das ist nicht billig. Natürlich ist das billig. Land. Doch, geht schon klar. 4k? Digga, der will mich flachsen, Alter. Aber 4k, okay. Hauptsache der. Oh, okay. Alles klar, also ich wäre ja eh ein Scammer. Das heißt, es wäre mir egal gewesen. Aber 5,5 geht auch klar. Aber ich hoffe, dass Abge noch nichts verkauft hat. Ich weiß nicht weiter. Er muss ja natürlich erstmal Minus machen, um dann natürlich dann zum Schluss was zu verkaufen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall schon mal einen guten Vorteil. Wenn Beanplayer sagt, er hat bekommen. Ey, Beanplayer kauft aber nicht. Oh, der erste schreibt, Botti verkauft. Botti verkauft was. Da würde ich sagen, ich gehe mal zu dem Botti. Mal sehen, was der so hat hier. Oh, der hat den Shop. Guten Tag, Botti. Er verkauft 2 Beacons. Okay, Botti. Ich kaufe. Wie teuer sind die denn? Mal gucken, was der so hat. Und dem Sascha schreibe ich denn, wie teuer sind denn deine Beacons? Bin ich mir sehr gespannt, was der schreibt. 1550 verlangt der Botti. Das war ganz schön teuer. Ich biete mal 1,3. Will die auch bei. Er sagt 1,5. Oh, 1. Ja, das ist echt zu teuer. Nee, Freunde, das ist zu teuer. Wir müssen gucken, dass wir möglichst 10 Beacons kriegen für einen richtig günstigen Preis, damit wir hier was kaufen. Er hat geschrieben, ja, 10 Stücke 14k. Okay, dann gehe ich mal zu Sashi 2002. Hätte hier einen schönen kleinen Shop am Start. Bei Bedarf von Möhren. Okay, er verkauft auch Möhren. Ich gehe am besten mal direkt rein. Guten Tag, lieber Sashi. Was geht ab? Ich würde gerne die Beacons kaufen. Ich habe nur 8, schreibt er. Okay, also 11.202. Dann schreibe ich mal okay. Dann würde ich sagen, Leute, eigentlich müsste man jetzt für so einen Deal einen Mittelsmann holen, okay? Ich versuche mal sicher die zu kaufen. Ich würde gerne alle einzeln kaufen. Wegen Scam-Gefahr. Okay, weil ich habe gar keine Lust, jetzt gegen YPEX zu verlieren, weil irgendjemand mich abzieht. Ich hoffe, er macht das hier, dass ich hier wirklich einzeln kaufen kann. Also immer für 1400 einkriege. Hat ja eine Handelsruhe, okay. Ich würde sagen, ich pay dem Sashi erstmal 1400 Dollar, dann müssten wir unseren ersten Beacon bekommen. Bin ich mal sehr gespannt, ich schreibe das direkt auch mal.
habe für einen bezahlt. So, mal sehen, was er jetzt macht. Er schreibt, ja, ist okay, ich verstehe dich, das ist gut. Das heißt, wir kriegen schon mal einen Beacon, dann paye ich wieder $1,400. Dann kriege ich hoffentlich den nächsten Beacon, zack, wieder einer. Dann bezahle ich wieder $1,400 und kriege wieder einen. Dann bezahle ich wieder $1,400. Das ist ein bisschen langweilig, Freunde, aber zumindest kann ich so die ganzen 8 Beacons relativ sicher kaufen. Wieder einer, so, zack, wieder einer. Ich zahle die letzten 3 jetzt einfach mal auf einen Schlag. Zack, zack, zack. 2 habe ich bekommen. Einen kriege ich, glaube ich, noch. Ich glaube, er zählt gerade nach und zack. So, dann schreibe ich mal den Sashi. Vielen Dank. Das ist sehr nett. Und natürlich, ich kann auch mal Folgendes machen. Ich sign dem einfach mal was. Einfach so ein Steak hier. Warte mal. Ich kann nämlich signen. Sign Sashi war scamfrei bei 10.000. So, lieber Sashi, viel Spaß hier mit dem scamfrei. Warte. Ey, Sashi, komm. Das kriegst du noch von mir. Hier, bitte ein scamfrei Item. Ich schreibe das mal eben. Sashi, 1 gamefrei Item. So, und dann gehen wir weiter. Weil ich glaube, für 1,4 haben wir einen ganz guten Deal gemacht. Die kann ich mal probieren, für 1,7 zu verkaufen. Oder sogar 1,8. Ich weiß, das ist relativ teuer. Aber manchmal hat man Glück und findet jemanden. Und mein Job ist ja heute, daraus mehr Geld zu machen. Deswegen gehe ich auch direkt nach Hause zu meinem kleinen Haus hier. Und werde die 8 Beacons erstmal. Ich glaube, ich stelle hier einfach mal so ein in die Mitte aus. Und dann packe ich die anderen lieber hier in die Truhe. Und ich brauche noch Schilder. Moment, ich hole mal eben Schilder. So, da habe ich auch schon ein Schild. Dann schreibe ich mal, verkaufe diesen Beacon für 1,7k mit Scamfrei-Item. So, das heißt, man kriegt dazu immer ein kleines Scamfrei-Item von mir, also ein Steak in dem Fall, was ich dann einfach mitgebe, so dass man halt eben nicht gescampt wurde bzw. hat. Ich glaube, das ist ein ganz geiles Angebot. Oder ich soll mal 1,8 machen, Freunde. Ich glaube, ich mache lieber 1,8 draus. Ich muss hier auch Wybacks ein bisschen. Ich habe ja nur 8 Stück, wisst ihr? Ich versuche sogar mal für 1,9. Okay, mal gucken, ob wir für 1,9 jemanden kriegen. Ich schreibe das mal im Chat und zwar: verkaufe einen Beacon mit scamfrei Item on top für 1,9k. So, mal sehen, ob jemand das macht. Ich weiß, das ist ein bisschen teurer, aber wir haben heute Zeit. Vielleicht finde ich jemanden. Außerdem habe ich noch $4,000 übrig und kann im Chat noch ein Angebot buchen. Vielleicht finde ich also noch irgendwas, was ich schon sage und was ich vielleicht wirklich kaufen kann. Jetzt sind wirklich alle weg außer er. Jetzt sind wirklich alle weg außer er. Nein! Oh mein Gott, wie kann man das verkacken, Freunde? Nee, sorry, ist mir zu unsafe. Oh mein Gott, okay. Das ist doch nicht so leicht als Scam, aber ich hoffe, wenigstens einer beißt dir an. Also wenn wenigstens einer anbeißen würde, hätte ich vielleicht einen kleinen Plus gemacht. Hi. Okay. Bevor ich nichts habe gegen Abge, dann... Das wäre nämlich peinlich. Wenn ich nichts habe, dann... 4.500. Dann gib jetzt, sonst ist dein Ruf kaputt, wenn du scammst. Muss vorher noch kurz mit jemand anderem trade. Oh mein Gott, ich hoffe, der glaubt mir das, dass er nicht direkt meinen Ruf zerstört. Slash PH. Er schreibt WTF. Okay, ich geh mal ganz kurz zu dem anderen Typen. Der hat anscheinend auch einen Shop hier. Ich geh mal zu ihm, Sashi. Haha, bist du dumm? Wegen 4,5k scamst du. Nee, muss kurz mit jemand trade. Ja, okay, aber bitte zerstör doch nicht meinen Ruf. Bitte nicht. MSG Sascha, Sashi, okay, dann 1,5k pro. Okay, oh mein Gott, bitte gib mir einfach 2 Minuten. Dann habe ich hier den nächsten. Nein, er hat den Start nicht gemacht. 1200. Okay, ich schreibe einfach okay. Hoffentlich sieht er das nicht im Chat. Nein, bitte sieht er das nicht im Chat. Komm, bitte. MSG, Sashi. Okay, ich paye einzeln. Okay, dann Zahl 1,3a. Nein, ich wurde rausgeworfen! Nein! Oh mein Gott, das kann er mir nicht mehr payen. Nein. Mann, das ist doch kacke zu scammen. Vor allem, ich habe jetzt 5 Minuten verloren. Ja, also, das Ding ist dann einfach durch. Also. Ja, Leute, ich schreibe jetzt hier schon einige Zeit, aber für 1,9 wird keiner kaufen. Ich gehe mal auf 1,8k, okay? Vielleicht kriegen wir es ein bisschen günstiger weg. Ich gehe jetzt langsam mit dem Preis runter. Ich hoffe, ich mache noch Gewinn. Oh, für 3. Na moin! Einmal 1,8, vielleicht hätte ich sogar noch 1,9 gedacht. Warte mal. Willst du Beacons kaufen für. Ja, gut, ich habe jetzt 1,8 schon geschrieben. Ich schreibe mal 1,8k. Ich mache ja trotzdem pro Beacon 400 Gewinn. Das heißt, ich mache $3,000 einfach Gewinn dabei. Das ist eine Menge Geld. Und ich muss. Also, Wybeck muss erstmal gucken, dass der hier als Scammer überhaupt was verdient. Weil auch Scammer können auf dem Server ganz schnell unbeliebt werden.
Er schreibt, okay, hat er sich jetzt echt auf einen. Ach, komm rein, bitte. Kommen Sie in meinen Laden. Ich schreibe mal direkt hier Schamalu. Herzlich willkommen in meinem kleinen Laden. So, er schreibt 1,9k. Ja. Ja, wie viele sollen es denn sein? So. Was ist das denn für Scam? Wie? 1,9k? Warte mal, nein, Schamalu. 1,8k. Ist gerade für dich günstiger geworden. So, ich gebe es dir ein bisschen günstiger. Ne, du kriegst für 1,8k. Keine Sorge, Schamalu. Ich hoffe mal, ich kann ja mal Folgendes schreiben. Willst, kommt mir komisch vor. Willst du mehrere kaufen? So, mal gucken, hat er vielleicht Lust, mehrere zu kaufen? Er schreibt drei. Drei will er kaufen. Das ist gut, dann würde ich sogar $1,200 direkt Gewinn machen. Das ist wirklich, wirklich gutes Geld. Ich schreibe mal. Was kann ich denn dafür nehmen, Freunde? Eigentlich kostet das $5,000. Ich sag mal 5,3k. Guck mal, wer das macht hier. Das ist ein bisschen günstiger. Hier ist noch günstiger. Mal sehen, ob er Lust drauf hat. Ich hole am besten auch schon mal die drei Videos drauf. Zack, zack, zack. Hab's ja schon hier. Ich zeig's ihm einmal. Schau mal, du. Guck. Ich habe hier schon dabei. Ich schalte jetzt deine Preise echt komisch. Ja, ich mache. Schreibt einfach, dein GR sieht aber nicht danach aus. Er schreibt aber aus. Okay. Ich hoffe, er macht es einfach mal. Ich will echt, dass der was kauft. Der denkt nämlich nur, ich bin hier vorbei. Er hat bezahlt, nice. Okay, hier, bitteschön, deine drei Sachen. Und du kriegst natürlich auch noch hier, dass du das gescannt hast. Und ich zeige das ganz kurz. Schamalu hat nicht gescannt. Und ein Herzchen dazu, das heißt, du musst es gescannt. Viel Spaß, dass du dein kleines Kopf bei einem. Ja, da, sorry, hat
Warte, Timeout. Okay, warte, Timeout. Ich glaube, das funktioniert jetzt noch. Ja. Glaubst du, wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist es wirklich RIP. Hoffentlich guckt er nicht auf den Chat. Ja, okay, er folgt mir noch im Handelsraum, lol. Okay, das ist weird. MSG Sashi. Hey, okay, Pay 1. Okay, aber wir bekommen noch die 1300, der hat nicht auf den Chat geachtet. Lol. Okay, das ist nice. Okay, Pay 1, komm, 1300, komm. 1300, okay, nice. Dann wieder bei meinem GS, okay. Sehr, sehr nice, okay. Dann haben wir noch die 1300 bekommen. Vielleicht kommt der nächste Startkick. Oh nee. MSG. Lange, bitte nicht. Gib mir 10k. Ich will ja jetzt 10k haben. Bist du verrückt? Dann stelle ich den Ruf wieder her. Nee. Also, so bestimmt nicht. Warte, ich versuche ihn nochmal zu töten. Freunde, ich hole mir mal ganz kurz die Diamanten von da hinten. Komm auf meinen GS. Okay, jetzt töte ich ihn nochmal. Vor einem Augenblick hat er noch irgendwas dabei. Holen wir uns noch die Diamanten. Zack, wo haben wir? Haben wir irgendwo ein Crafting Table? Ich gebe dir das Drachen. Also. Pass auf, das Prinzip, selbst wenn er jetzt nichts im Inventar hat, töte ich ihn jetzt einfach so. Zack. Er versucht abzuhauen, hör auf damit. Weil er versucht abzuhauen. Selbst wenn er jetzt nichts mehr hatte, das hat er verdient. Ja, aber da ist ein bisschen dran behindern. Ihr Leute. Alter, warum kommt denn niemand rein? Oder warum schreibt niemand? Hast du modded Waffen? Ja, hab ich. Genau jetzt schreibt einer. Ich kann dir die modded Waffen auch zeigen. Hier, warte. Hier. Ab 121 sind die ja auf Sonnen- oder Brightcore. Die Waffe ist einfach noch auf Schattensplitter. Hier die auch noch. Hier die. Hier die auch noch. Sonst habe ich noch Candy Corn auf Wasserelement. Also Flussfighter, wenn du willst, kannst mir Epic FA schicken, falls du die traden willst. Wie viel Sonnen willst du für eine 121er Modded Waffe? Sonnen würde ich... wie viel Sonnen hast du denn? Oder hast du auch glatte oder so? Also glatte Mechanikteile würde ich auch noch nehmen. Option Schatten würde ich auch noch nehmen anstatt Sonnen, aber wenn du das nicht hast, dann keine Ahnung, für eine 1,5k vielleicht. 1,6 vielleicht, ja. 1,6k würde ich dafür eine nehmen. Auch noch 14 Spektrolyten an Regenbogen. Oder warte, hier ist Hackboy. Ich schenk dir den Regenbogen einfach. Hier. Sackboy, du musst den nehmen. Warum willst du den nicht nehmen? Warum willst du den nicht?
Ne, du musst den nehmen, sonst spawnt der gleich. Nimm den einfach. Doch, warum? Warum willst du denn nicht? Dann schreib wenigstens warum. Und gerade ich tue den einfach hier hin. Also warte, Flussfighter, ich kann dir meinen Epic-Namen einfach rein. Boah, mein Gott, ist mir kalt. Du musst das nehmen, nimm das einfach. Dann lag das einfach hier. Ich hab jetzt da gelassen. Warum willst du das denn nicht nehmen? Der Regenbogenkristall liegt da immer noch, ne?
Ja, warum willst du den denn nicht nehmen? Warum? Ja, nein, ist ja kein Grund. Hast du noch keinen Regenbogen oder was? Ja, Fuse Fighter. Was ist denn jetzt los? Die Burg von Sackboy. Wo ist das? Steinwald. Steinwald? Hm. Ich keine Ahnung. Der weiß noch nicht mal, wie lange der dafür gebraucht hat. Guck mal, alles ist hier vor allem eingerichtet. Überall ein Raum. Da sind Räume, hier sind Räume. Hier geht's weiter, hier sind noch ein paar Räume. Hier war ich auch noch nicht. Es gibt hier einfach viel zu viel, wo ich noch nicht war. Hier war ich noch nicht auf der Etage. Ich mache wieder Abo-Traden und einer hat mir angeschrieben, er will moderierte Waffen. Von ist das besonders dran, oder? Ja, ist halt besonders. Nein, also ja, entweder das Doppelelement, genau, dass sie zwei Elemente haben, oder dass sie viel zu viele Perks haben, zum Beispiel 30 mal Crit-Schaden hintereinander, oder zwei Endperks. Es gibt ja hier bei einer Waffe ganz unten zum Beispiel jetzt verursacht 6 Sekunden lang Leideschaden. Wenn das Waffen mehrmals haben, das ist auch krass. Oder ich habe Waffen ab 121 Blitz, steht da Brightcore oder Sonnenwaffe, aber da steht einfach immer noch Schattensplitterwaffe, und Schattensplitter sind auch so 106er Waffen eigentlich, nur Obsidian oder Schattensplitter. Das ist einfach das Krasse. Ja, das ist die Besonderheit. Und dann habe ich noch so eine Waffe,
Mit dem Element, was es eigentlich gar nicht gibt. Ja, genau. Aber woher kriegt man die Waffe? Weiß ich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Gemordet halt. Irgendwie. Selbst gemacht. Ja. So wie zum Beispiel mit unseren Blitzdingern. Armbrust. Kann ich aufheben? Armbrust. Ich wurde heute irgendwas aufgefallen, ob ich trainen will. Ich wurde heute aufgefallen, ob ich trainen will. Würde ich nicht machen. Also wenn du schnell genug bist, dann na klar so. Da kannst du seine Waffen. Letztens hat mich einer gefragt, ob ich Türke bin. Da habe ich so aus Spaß so gesagt, so ja. Und dann sagte so Legacy Perks. Rückschussvermeidung, Nachladegeschwindigkeit. Hä? Ja, da wurde ich halt gefragt und dann sagte so, weißt du, Türken, ich war auch letztens bei einem Freund drin, wir klauen nicht von anderen Türken. Und dann, genau dann wollte der allerernstens bei mir aufeditieren, aber ich höre das ja so, ich habe Waffe so in die Ecke so einfach so gedroppt und er hat aufeditiert, aber richtig langsam so. Und dann nehme ich so meine Waffe und seine Waffe. Und er wollte mir verarschen, er gibt mir einen 34er Schneeballwerfer. Ja, bin richtig verarscht. Wir sind in meine Base gegangen, die ich jetzt leider abgebaut habe. Da habe ich einen Trick gemacht. Da ist ein Trick für Leute gewesen, die mich verarschen wollen. Damit die Leute denken, da kann man nicht so durch. Aber gleichzeitig ist er einen Boden editiert. Das heißt, ich kann da einfach durch die Falle springen. Ich springe einfach rüber, zack, hab seine Waffe genommen. Na. Voll rumgeschrien. Oh, ist kaputt gegangen. Guck mal, Boombogen. Der ist brutal. Wir haben gerade Ausdauer gemacht, ne, bei Plankaton. Wir waren bei Welle 16, fast 17. Und dann ist Segway einfach rausgekickt worden. Ach, das hat so weh getan. Da stand schon so Kommandanten-EP 7,6 Millionen. Aber das war krass. Das hast du dann alles nicht bekommen. Dann habe ich das wieder nicht bekommen. Schon wieder. Aber egal, morgen machen wir Dings. Plankerton. Kannst ja mitmachen. Das Nice ist, man muss einfach nichts machen. Du kannst dich da hinstellen, musst halt Munition craften, wenn du gekickt wirst. Oder kannst halt dancen. Genau, so hat. Ja, genau, guck. Hier zum Beispiel. Einfach ein Fenster, aber hier noch. Das ist einfach krass. Kannst du das auch mit dem Boden? Weil das mit dem Boden habe ich nie selber gemacht. Das hat immer mein Freund gemacht. Vielleicht wenn man gleichzeitig macht oder so, keine Ahnung. Das heißt, ich kann es nicht machen. Du kannst aber den Boden vorher doch editieren, bevor du den Boden legst und dann Falle platzieren. Ja, ich kann ja gar nicht platzieren. Weiß ich meine? Ja, ich weiß. Mach du mal, editier schon mal deinen Boden und dann macht er da die Falle drauf. Ah, okay. Hm? Warte. Upsala. Keine Falle. Nein. Lass den Boden nicht platzieren. Boden weg. Und dann? Jetzt die Falle platzieren. Direkt. Der Boden ist ja nicht verabschiedet. Nein. Geht ja nix.
Oder vielleicht, wenn er macht und ich mache, also gleichzeitig. Soft Dry, weißt du. Aber wie machen die das dann? Hä? Irgendein Freund von mir. Der hat das mal gemacht. Okay. Das ist einfach nice. Schon wieder jemand, der mir geschrieben hat. Na, einfach nichts mehr kam. Das ist schon so oft passiert. Jemand fragt, ja, hast du das? Ich zeige, ja, ich hab das. Ja, okay, tschüss. Warum? Nein, er wollte mir ja. Er hat mich ja gefragt, ob ich das habe. Ja. Ja, da habe ich gesagt, ja, ich hab eine davon und dann. Guck mal, wenn ich die kann man nehmen. Und sehr, der brutale Waffe. Wenn du überlegst, warum er so eine Waffe hat, dann wird er wahrscheinlich so zum Beispiel diese Sonnenkristalle oder wie heißen die, sowas interessieren. Dann frage ich dich, hast du Sonnenkristalle, nach dem Motto, ich würde das eintauschen gegen die Waffe. Aber du hast alles. Oh, er macht deine Armbrust. Das hier war auch damals ein Scam-Trick. Das haben immer die Leute zum Verarschen benutzt, weil damals konnte man von hier die Waffen aufheben, ja, aber von innen nicht. Oder andersrum, keine Ahnung. Voll krass. Darf ich die behalten oder willst du die? Krass. Gerade einfach bei der Ausdauerverteidigung kam einfach ein UFO. Einfach ein UFO. Ja, bei mir kam auch irgendwas mit Luft, irgendwas. Ja, ja. Bei, wie heißt das? Irgendein Luftangriff kam da und dann einfach Luft. Einfach Luft. Avatar. Kannst du? Sind OG Perks. Ah, verstehen. Die Armbrust hat die OG Perks noch. Ja, die ganz alten Perks für die Sachen halt, Nachladegeschwindigkeit und so. English. Du hier nicht sprechen in Englisch. Sprechen, aber nicht mit Wörtern, die ich nicht benutzen brauche. Ja, hä? Ja, hä? Perks, da musst du ABC. Wann, wenn ich mit jemandem rede, wann spreche ich mit dem? Hey, Perks? Do you need some Perks? What do you Perks? Legacy Perks. Oh, lecker. Oh. Hab ich jetzt das bemerkt. Das Essen hier hochholen und die Tür die ganze Zeit zugelassen, oder? Hm? Für den Gott. Handwerk Silver Erz. Was brauchst du noch um XP? XP ist um die weiterzuentwickeln, wa? Hm? Was brauchst du um Waffen weiterzuentwickeln? Um Waffen. Für Waffen? Ja. Skizzen-EP. Komm sofort wieder, Sackboy. Thank you.
Es ist einfach nice. Wie viele Sonnen willst du für eine 121er Modded Weapon? Und dann kam nichts. Plankton. Ja. Darf er doch. Ja, aber warum? Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Da farmt man einfacher. Vielleicht braucht er einfache Mechanikteile. Oder er will euch kleine Susak sehen. Komm einfach. Warte, ich gucke jetzt gerade den Stream nicht, dass ich gekickt werde. Irgendwas, der hat irgend so eine Fähigkeit. Ich guck grad noch mal deine Skizzen. Du hast eine Müllkanonen-Skizze. Dieses Kopfnicken. Wo sind meine ganzen Schrauben? Ich hatte so viele Schrauben. Alles klar, einfach einfach dong dong dong. Hast du noch ein paar Nocturnos? Ja, wie viele? Drop mal Munition, wie viele du noch hast. Nocturnos. Hä? Also muss nachgucken. Soll ich dir eine 106er Ska machen? Ich möchte mit dem Unterricht stehen und jetzt mal abbauen kann. Meine neue Partner hier geschrieben. Du hast noch 23. Yo.
Wie viele würdest du davon traden? Drei. Ich könnte dir dafür eine Spielersprungfläche geben. Ja, die ist Full Edgy Stats 130. Die ist gemoddet. Guck, da steht ja 0. 0 Blitz. Aber eigentlich ist er 130. Ne? Okay. Wie, du hast die mythische Skizze davon? Bist du zu wild? Du hast die mythische Skizze. Boah, du bist zu wild. Wo ist dein Tradening-Raum? Ich brauche gerade auch, wenn das egal ist eigentlich, ob wir Tradening-Raum gehen oder nicht. Ich will dieses Trading-Feeling haben. Ah, da. Kriege ich einen Baurichtstuhl? Ich dachte, sie scammen mich hier. Hahaha. Wir traden. Tradening. Ja, eigentlich nicht. Aber ich brauche dieses Feeling. Kann ich machen. Wo? Nee, ich kann ja aufstehen. Unglaublich. Ja, ich komme, Sackboy. Okay. Ich kann dir dafür die geben. Du gibst mir 3 Nocturnus, okay? Und tschüss, die mythische Sprungfläche. Hä? Ich habe gerade als Spaß gesagt, mythische Sprungfläche. Blitz 130, gemoddete Sprungfläche. So. Ja, keine Ahnung, was brauchst du? Ah, er braucht Kräuter, stimmt. Hast du noch von diesen Bäumen? Ja? Hast du noch viele? Hier die. Ja, der würde. Würdest du. Wo bist du? Wo ist er hin? Ah, da. Mein Schwager hat ein paar von faserigen Kräutern. Würdest du dem dafür irgendwas geben? Die mythische Sprungfläche, ich sehe es. Was willst du dafür? Hm? Faserige Kräuter. Na, da, 93 hast du noch. Ja. Der braucht die für Fallen oder so, keine Ahnung. Okay. Ach, er legt seine Sonnen hin. Ich hebe ihn auf. Ich gehe mal an mein Lager. Wo ist das Lager? Hier. Stimmt, ich wollte dir Fallen machen. Fallen machen. Ja, mach ich jetzt. Mach ich sofort. Ja. Ich hab die Eisfallen nicht. Ich hab die getradet. Er hat. Hast du diesen Bodengefrierer? Nein, aber nicht. Wenn du die abbaust, kriegst du ja die ganzen Materialien dafür. Ja. Dann kannst du die ja selber abbauen und die abnehmen. Aber wir bringen
aktualisieren. Dann kannst du die wieder machen lassen. Also schon. Ich war schon. Ach so, ja, okay. Komm. Hä? Wo war dieses Traden-Dings? Ach so. Guck jetzt. Sackboy. Upsala. Das sind alle meine Sonnen. 530er Waffen. Ich hab noch 3,6k. Warte. Mehlkanone ist aber ungepirkt, also hast du ja vorhin schon geschrieben. TXS Adi. TXS Adi. Oh, brauchst du jetzt was? Hm? Was? Ja, egal. Machen. Ja, ja, machen wir gleich. Was ist das denn? Ach, Müllkanone. Was? Da liegt eine Müllkanone. Aha. Cool. Ich weiß, was der jetzt noch liegt. Ich weiß, was er jetzt liegt. Totengräber. Spaß. Brauchen Sie Oxidiertes? Sackboy, brauchst du Oxidiertes? Nein. Brauchst du... Aha, aha, aha. Also die Totengräber kannst du aufheben. Ich habe davon noch über 30. Ich könnte dir dafür eine mythische Planke geben. Du brauchst keine Sonnen, ne? Doch? Ach so, okay. Brauchst du... Planken. Nein? Alter, ich habe fast gar kein Material mehr, was du brauchst. Boah, keine Ahnung. Warte mal. Hallo, hallo, hallo. Warte, ganz schnell gucken, habe ich noch Trommelwirbel? Trommelwirbel habe ich nicht mehr. Egal. Würdest du dann einen Trommelwirbel nehmen? 130? Nein. Ja, was brauchst du denn? Was brauchst du denn noch für Material? Also Roherz habe ich keins mehr. Das der Rest braucht eher. Oh ne, ich habe noch. Hier. Das ist nochmal 1K Roherz. 1 Stick Batterien. 69 Kohle.
Ein Stack glatte. Brauchst du Brightcore? Malachit brauchst du? Du brauchst Malachit? Ja. Salah. Malachit. 4, 6, 8.000. Ich würde eigentlich gerne mal 1.000 behalten, aber hier ist noch ein Stack Malachit. War's das? Oder willst du noch irgendwas? Aktive. Boah, aktive. Aktive kann ich hier auch 25 drauflegen. Du musst so kleine Pflanzen auf dem Boden durchsuchen. Was brauchst du? Du brauchst Energiezellen. Ach so. Ja, da liegt alles. Wer guckt denn die ganze Zeit zu? Guckst du die ganze Zeit nicht zu, Segway? Guckst du gerade ganz in den Stream? Okay.
Schere. Papier. Oh, zu wild. Schere. Stein. Nein. Papier. Papier. Schere. Stein. Papier. Stein. Was er mir angetan hat, musste ich ihn rausschmeißen. Und nun, Son Goku und Vegeta, werde ich meine Rache nehmen. Hoffentlich klappt's diesmal. Und dann werde ich... Hey, Freezer, du siehst rot aus. Bist du größer geworden? Hey, Son Goku, das schmeichelt mir sehr und ich... Nein, nein, auf diesen Scheiß will ich bestimmt nicht rein. Ist das eine Ziege? Nein. Ja. Ich habe auch eine Ziege gehört, Kumpel. Wie dem auch sei, ich habe den ultimativen Kämpfer in meiner Armee. Aber ich dachte, ich bin der ultimative Kämpfer. Naja, du weißt schon. Ultra-Instinkt und so. Tja, du kannst es aber nicht mehr benutzen, oder? Also bist du die zweite Banane. Ich will aber die erste Banane sein. Wie bitte du? Du kannst dir nicht mal die Schnürsenkel zubinden, du Vollidiot. Ach, deswegen trägst du Klettverschlussschuhe. Na, ich komme damit immer durcheinander. Und das hat früher Chichi für mich gemacht. Okay, ich habe genug von euch Arschgeigen. Was wollt ihr? Wie ihr mitbekommen habt, habe ich zwei Saiyajins in meiner Armee. Seit wann das denn? Tja, eigentlich schon immer. Und warum hast du das nie erwähnt? Habt die Trompeten eigentlich eine Ahnung, wie riesig meine Armee ist? Ich kann euch doch nicht über jeden Furz informieren. Ich muss mich ja immerhin um den ganzen Scheiße kümmern. Die Steuererklärung zum Beispiel. 25.000 Kredit für den Wrestling-Kanal? Paragon! Okay, hört mal zu, ihr Flachpfeifen. Was soll der Scheiß eigentlich? Ich bin hier mit meinem Bruder Freezer, um Rache zu nehmen. Wir sind nicht wirklich Brüder. Ich hab gesagt, er soll das lassen, aber er hört damit einfach nicht auf. Ich meine, was soll ich tun? Alte Leute sind nun mal so. Dann steck ihn doch in ein Seniorenheim. Verdammt, Vegeta sieht genauso aus wie sein Vater. Dieser intensive Blick macht mir echt Sorgen. Ich wette, er analysiert bereits, wie er meinen Sohn am besten besiegen kann. Hab ich daran gedacht, den Herrn auszumachen? Das treibt mich doch in den Wahnsinn. Guck mal, Vegeta. Der Typ, der trägt ein Hundehalsband. Das ist ziemlich witzig. Hört auf, euch über meinen Sohn lustig zu machen. Also ehrlich, ich habe auch einen Sohn, aber ich würde ihn nie so behandeln. Wie heißt der denn? Son Goten. Er ist mir wie aus dem Gesicht geschnitten. Was ist mit Son Gohan? Was soll mit Son Gohan sein? Broly, Bruder, weißt du doch, wie du dir als Kind immer einen Hund gewünscht hast, nachdem ich dein altes Haus dir abgeschlachtet habe? Ja, das. Vegeta ist der Grund dafür, warum ich den nie eingekauft habe. Als ob dein Sohn so blöd ist und darauf reinfällt. Oh Gott, verdammt. Der Broly-Film ist brutal. Oh, wir haben gleich 2 Uhr. Egal, ich beende mal den.